Hallo liebe Leute, hier ist der Volker Schäffler. Heute ist was los bei uns. Ich glaube, in Böen haben wir Windstärke 11 und 12. Also ich habe schon Sorge, dass meine Sachen hier in meinem Garten alle wegfliegen. Ja, und Regen natürlich. Was ist los mit dem Wetter? Was ist los mit der Welt? Was ist los mit Deutschland? Was ist los überhaupt mit Europa? Was ist los mit Corinna oder wie heißt das Ding? Man mag ja die Namen gar nicht mehr hören. Ja. Man mag die Namen nicht mehr hören. Aber Leute, ich habe euch wichtige Informationen zu geben. Also, wo fange ich denn jetzt überhaupt an? Ja, beim Üblichen. Es war ein super guter Film gespielt. Von Dr. Leonard Coldwell. Dr. Leonard Coldwell ist Berater bei Donald Trump im Gesundheitsbereich. Er hat 70.000 Leute von Krebs geheilt. Also er hat sie nicht geheilt, sondern hat gesagt, wie man das macht. Und ich habe, da ich ein kritischer Mensch bin und zufällig gerade mal an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war vor einem Jahr, dachte ich, jetzt probiere ich das mal, was er empfiehlt. Und ich hatte ja eigenes Wissen von Heilerinnen aus der Eifel, von Heilerinnen aus Stuttgart und wie man die Heilkräfte des Universums nutzt und so weiter. Und ich habe dann seine Empfehlung ausprobiert. Er hat ja 400 Naturheilmittel, die Krebs heilen, die er benannt hat. Ich habe eins davon oder zwei hatte ich benutzt, probiert. Und andere Sachen noch, MSN, MSM und MMS und was es da alles gibt. Ich wollte es an mir selbst testen. Und das Ergebnis war, ich war nach 2 Monaten vollkommen gesund und vollkommen schmerzfrei, obwohl ich kaum laufen konnte vor Schmerzen vorher. So, und dieser Dr. Leonard Coldwell hat jetzt einen Film gemacht. Er hat mich übrigens in einem seiner Filme, Coldwell Europa, hat er mich gelobt, dass ich mich von Krebs so schnell heilen konnte und dass ich auch so mutig war, darüber zu berichten. Denn auf Coldwell wurden im Laufe seiner Dienstjahre, er lebt in den USA, wurden insgesamt 8 Attentate verübt, eine Autobombe gezündet, er hat alles überstanden, vieles mit Glück. Oder sagen wir, hat göttlichen Schutz gehabt. Und ja, das ist aber noch nicht alles. Er hat jetzt ein Buch geschrieben gehabt über Impfen ist Mord. Und dann wurde der erste Verleger, der das produzieren wollte, wurde ermordet. Dann hat er einen zweiten Verleger gehabt, der wurde ermordet. Jetzt sagt er, jetzt kann er nicht noch einen dritten riskieren, jetzt muss er das irgendwie anders machen mit dem Buch. Ja, das ist unsere Welt, Leute. Aber er hat jetzt einen super genialen Film gemacht über Coronavirus. Er sagt, es ist so eine Art Grippe, aber ist harmlos und die gibt es schon seit 50 Jahren, aber der eigentliche, so wie sie ihn jetzt beschreiben, diesen Virus, den gibt es gar nicht. Und dieser Film wurde dann von YouTube gesperrt. Ja, ist klar, die wollen natürlich ihre Lügengeschichten behalten und wollen nicht die Wahrheit ans Licht kommen lassen. Kann man auch verstehen. Vielleicht wären wir auch so, wenn wir in der satanischen Community verankert werden. Ja, da muss man das ja so machen. Aber ich will das natürlich nicht entschuldigen. Aber jetzt geht's weiter. Gestern hat mich ein Freund kontaktiert, oder nee, sogar heute noch, und sagte, wenn ich den Film sehen möchte, den hat er sich gesichert. Er schickt mir den rüber. Also das läuft ja nicht über YouTube, sondern er hat den Film gesichert. Und den schickt er mir rüber und ich werde den dann präsentieren in Telegram. Ich bin in Telegram. Volker Schäffler. Manchmal findet man mich nicht unter Volker Schäffler bei Telegram. Es gibt eine Gruppe, da könnt ihr mich mit Sicherheit finden. Da sind auch die ganz wichtigen Filme drin, die sonst bei Facebook gesperrt werden würden. Die mache ich dann alle in Telegram rein. Da
Das heißt NS, also Nordpol Siegfried, News, also News, Neuigkeiten, News, Volker Schäffler. NS, News, Volker Schäffler. Da müsst ihr reingehen, da könnt ihr all die Filme sehen. Wenn ich dann den Film habe aus der Schweiz heute Abend, dann werde ich den dort auch präsentieren. Den müsst ihr euch ansehen. Aber was ist denn sonst noch los? Also, jetzt geht es doch los. Der Sturm hat begonnen, Leute. Nicht nur draußen in der Natur, sondern die Alliierten. Warum ist denn England überhaupt aus der EU rausgegangen? Nach meiner Sicht sind die raus, damit sie bei den Alliierten dabei sind. Die Alliierten sind ja die Amis, die Russen und die Engländer. Die Franzosen gehören gar nicht zu den Alliierten in diesem Format. Und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt gegen die EU vorgehen. Also sie sind ja mit 37.000 Panzer hier oder 40.000 Panzer, 37.000 Soldaten. Italien würde schon abgeriegelt, angeblich mit Coronavirus, darf keiner mehr irgendwo hin. Und so wird es auch mit der GmbH sein, die werden die abriegeln. Und so wird es auch mit der gesamten EU sein, die werden alles aufmischen, alles neu machen. Das ist meine Vermutung, meine Einschätzung. Und Coronavirus, Leute, macht euch da nicht verrückt. Ich habe ja eine Broschüre gemacht, wie ich mich von Krebs heilte. Innerhalb von 2 Monaten, die könnt ihr mir bei mir bestellen, scheffler-folger@web.de. Warum erzähle ich das immer wieder? Ja? Ich will euch nicht langweilen, ihr hört das bald in jedem Film von mir. Ich habe mich verpflichtet gegenüber der göttlichen Welt und gegenüber dem göttlichen Universum, dass ich, wenn ich geheilt werde von Krebs, dass ich mein Wissen weitergebe. Und das mache ich. Ich stehe immer zu meinem Versprechen. Ich halte meine Versprechen. Und deshalb mache ich das. Und dann haben mir auch Leute geschrieben, ja, das kostet ja Geld und bla bla bla. Klar kostet so Geld. Ich habe auch die Arbeit gemacht, das alles zu dokumentieren, Leute. Da sind auch Filme dabei, die vieles erklären. Ich habe das erweitert, das Ganze. Und das könnt ihr bei mir eben bekommen. Und außerdem ist so, wer das Geld nicht hat, sich das nicht leisten kann, dem schicke ich das sogar kostenlos. Aha, ich bin nicht drauf aus, mir dickes Geld einzusammeln, sondern ich will ein faires Geschäft machen. Ja? Das Leben ist immer Geschäft. Ich muss ja auch leben. Muss meinen Strom bezahlen und alles. So, Leute. Wie geht es jetzt weiter? Also, wir haben ja unsere Aktion in der Türkei, wo alles gut vorbereitet war, wo wir dort alternative Heilmethode machen wollen, wo man ein super schönes Hotel dort haben, wo wir alles vorbereitet, wo wir Villen vermarkten wollten, wo wir Villen verkaufen wollten, wo wir etliche Male dort waren, wo wir Dolmetscher schon bereitgestellt haben, wo wir den Transfer organisiert haben, wo wir alles vorbereitet haben. Dann kam der Corona-Mist dazwischen, ja? Und keiner wollte mehr in die Türkei oder überhaupt reisen. Die Züge sind leer, die Busse sind leer. Ich habe eine Nachricht bekommen, in Istanbul, der größte Flughafen der Welt, ist leer. Keiner reist mehr. Ja? Dort in der Türkei waren sehr viele Chinesen, es wimmelte vor Chinesen. Die dürfen nicht mehr hinkommen, ja? Wegen der Gefahr. Ja, was ich mir vorstellen kann, wenn das so weitergeht mit dem ganzen Corona-Zirkuskram, der eigentlich normalerweise unbedeutend ist von der Auswirkung her. Wir haben in Deutschland erst einen Toten gehabt angeblich, dann kam noch einer dazu, ein 89-Jähriger mit Vorerkrankung, dann ein 78-Jähriger, also insgesamt 3 Sterbefälle. Wir haben 40.000 Tote durch Krankenhauskeime. Ja, da schreibt keiner was. Die Krankenhäuser werden nicht isoliert und eingesperrt, oder? Ja, es geht jetzt um diesen komischen Virus, der in China produziert wurde.
Sonst hätten die Chinesen schon mal zurückgeschlagen. Da könnt ihr auch drauf sicher sein. Da wurde dort produziert, weil es ein Patent war und die kopieren ja alles. Aber die haben da einen Fehler reingebaut und dann ist ein Missglück passiert, ein Missgeschick und dadurch sind dann bei denen Leute gestorben. Das ist ähnlich wie bei, wie hieß das noch, wo sie den Falklandkrieg gemacht haben. Da gab es ein abiotisches Öl, das sie gefunden haben. Und dieses abiotische Öl, damit haben sie Experimente gemacht. Das wollen die als Kriegswaffe nehmen. Und dann sind alle 42 Wissenschaftler, die damit experimentiert haben, auf grausame Weise ums Leben gekommen. Die haben sich, die mussten einen grauenvollen Tod sterben. Und dann haben sie das nachgelassen. Black Goo heißt das übrigens. Black Goo könnt ihr nachlesen. Wolfgang Eggert hat sehr viel darüber geschrieben. Wolfgang Eggert hat sehr viel geschrieben. Er hat auch die MH370 Sache ziemlich aufgedeckt. MH17 ziemlich aufgedeckt. Er hat so viele Sachen aufgedeckt. Er sagt, alle Attentate in der Welt, die bisher waren, die er untersucht hat, er hat fast alle untersucht. Also ist jetzt schon ein Jahr zurück, wo ich das gesehen habe. Die aktuellen weiß ich jetzt nicht, aber er hat alle untersucht und sagt, sie waren alle entweder durch die Geheimdienste ausgeführt oder mit Wissen der Geheimdienste geduldet. Alle. Eine Ausnahme, hat er gesagt, war der Schuhbomber, ein Einzeltäter, passte nicht in dieses System. Der ist ja auch gescheitert. Der hat das nicht geschafft, diese Maschine, die Luft zu jagen. Aber alle anderen sind Geheimdienstsachen. So, natürlich darf man auch darüber nicht berichten. Ja, Hanau, die ganzen Zeugenaussagen, ja, warum werden die nicht vernommen? Und warum gibt es keine Phantombilder, wenn die Zeugen sagen, ja, das war nicht der Täter, der sah ganz anders aus. Da müsste doch die Polizeiarbeit so sein, dass die ein Phantombild herausgeben und dann bei XY suchen. Ne? Machen sie nicht, dürfen sie nicht. Polizei darf nicht, ja, weil die Geheimdienste steuern alles. Die verbieten dann die Verfolgung durch die Polizei. Das wird verboten. Ich war ja selbst Polizist, ich weiß es selbst, war selbst Detektiv und habe selbst einen Fall beschrieben, wo die Polizei alles verschweigen musste, obwohl man auf deutsche Polizisten geschossen hat. Wer hat geschossen? Ausländische Drogendealer haben auf Polizisten geschossen. Es gab sogar einen Todesfall. Es wurde alles verheimlicht, vertuscht, nicht verfolgt. Und ich habe es dokumentiert in einem meiner Bücher. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem. Es gibt eins, da heißt der deutsche Detektiv, es gibt eins Himmel und Hölle. Also da ist es drin mit Nachweisen, auch Zeitungsberichten, die das bestätigen, dass ich an diesem Fall gearbeitet habe und sogar die Täter aufgespürt habe. Die Täter aufgespürt haben. Die Polizei durfte die nicht aufspüren. Okay, liebe Leute, wie soll es jetzt weitergehen? Ich bin ja immer noch dabei, meine Messias-Maschine zu machen. Jetzt ist der Winter vorbei, jetzt kann ich wieder dran arbeiten. Haben wir die Schwungradmaschine, die in Österreich gebaut wird, die kurz vor der Fertigung ist. Und wenn ihr Bauanleitung benötigt, um euch Maschinen zu bauen, die Strom erzeugen, könnt ihr mich anschreiben, scheffler-folger@web.de. Und ich weiß nicht, ob ich groß in die Werbung damit gehe, wahrscheinlich nicht, damit ich nicht zur Zielscheibe werde. Ja. Auf meiner Google-Seite hat man ja mir ein sehr nettes Bild reingesetzt. Und zwar bei Volker Scheffler, geht mal auf Google, Volker Scheffler, dann ist neben meinem Foto eine Todesanzeige von Volker Scheffler. Ja, das hat Google gemacht. Erst war die auf der rechten Seite, da war ich noch vorne im Bild. Jetzt ist sie auf der linken Seite, ist zuerst. Also ich bin aufgestiegen in die nächst höhere Ebene der Bedrohung. Für mich ist es aber auch ein Warnzeichen, eine Bedrohung, denn ich wurde bedroht und werde bedroht. Okay, aber stört mich nicht. Die können mir gar nichts. Das sind für mich alles Luschen. Alles Luschen. Hinterhältige, feige Lusche, die können gar nichts.
Okay, Leute, seid auch stark. Habt keine Angst, weder vom Virus noch von sonst was. Habt keine Angst. Damit, das ist deren Trumpf, dass ihr Angst habt. Erstens, dass ihr nicht informiert seid, euch nicht informiert. Und zweitens, dass ihr Angst habt. Das ist deren Trumpf. Damit können die euch an der Leine führen, wie sie wollen. Befreit euch, macht's wie ich. Habt keine Angst. Schreibt überall, was euch nicht gefällt. Macht euer Maul auf. Versteckt euch nicht. Kuscht nicht. Wehrt euch. Davor haben die Angst. Und die werden eh verschwinden. Die ganze satanische Elite wird verschwinden. Ihr werdet sehen, werden alle verschwinden. Guckt an, jetzt haben sie den, wie heißt der, Weinstein oder wie der Kerl heißt, aus Hollywood 23 Jahre Haft gegeben. Ja, das hätte vorher ohne Trump nicht stattgefunden. Ja, Trump räumt auf, wie verrückt. Er packt alle und bringt die dann auch. Die ganz Schlimmen kommen nach Guantanamo. Das wisst ihr auch. Okay, Leute, ich will es jetzt nicht übertreiben. Bleiben wir mal bei uns. Wie könnt ihr überleben? Wie können wir weitermachen? Ich sage euch, besorgt euch Vorräte. Nicht, dass ich sage, macht Hamsterkäufe. Das ist Quatsch. Ja, besorgt euch normale Vorräte, Dosenessen und das, was ihr braucht, Kerzen, wenn kein Strom ist, oder Hundefutter. Ich war heute los, Hundefutter kaufen. Es gab nur noch 3 Dosen Hundefutter bei Lidl. Alles aufgekauft, ja. Und bevor der richtige Run losgeht, es wird losgehen, die Leute werden die Supermärkte stürmen, ja. Besorgt euch Sachen. Kein Hamsterkauf machen. Ihr braucht nicht 10 Pakete Klopapier. Ja, heute habe ich Nudeln gekauft. Okay. Sorgt vor, Wasser dazu. Das ist ein guter Ratschlag von mir, damit ihr nicht dasteht. Auch vielleicht dürft ihr nicht aus dem Haus, ja, dass man Ausgehsperre macht, Ausgangssperre, dass ihr nicht raus dürft. Dann, wie wollt ihr euch dann versorgen? Ja? Also, sorgt vor, jetzt ist noch Zeit, ich denke, ein paar Tage noch. Ich weiß nicht, wie lange. Wir selbst rechnen mit ein paar Tagen und wir entscheiden jetzt auch noch mal für uns. Es kann auch sein, dass die Türkei abgeriegelt wird, dass dann keiner mehr reinkommt. Ja. Und wir wollen ja in der Türkei was aufbauen, in der Türkei leben. Vielleicht haben wir jetzt noch die Chance, wenn sich jetzt noch alles so zuspitzt, wenn die Banken dicht machen oder einige Banken dicht machen, wenn alles zusammenkommt, dann wird es noch mal Zeit abzuhauen, Leute. Dann kann man noch mal in die Türkei. Wer Interesse hat, wir wollen ja eine eigene Community machen, um uns gegenseitig zu helfen und unterstützen, was aufzubauen, auch Geld zu verdienen. Der schreibt mir an scheffler-folger@web.de. Ich kann natürlich verstehen, dass ihr jetzt da nicht hin wollt. Ich will ja auch nicht hin. Ja, weil kommst du zurück und sagen sie, oh, du bist ja verdächtig, du hast einen Husten. Ja, als ich aus der Türkei zurückkam, hatte ich immer Husten. Ja. Und, vom Flugzeug, ich weiß nicht wovon, ich hoffe nicht von den Chinesen. Jedenfalls, ich habe das dann mit Naturheilmittel alles schnell wieder weggekriegt. Aber hast du Husten oder Schnupfen im Flugzeug, sagen sie, komm mal raus. Quarantäne, wenn du nach Deutschland kommst. Und wir saßen da noch in dem Umfeld von, und wenn es ein anderer ist, wir saßen da noch im Umfeld von dem. Aha, den holen wir uns gleich mal ran zum Test. Und dann. Und die testen nicht viel. Tests gibt es eigentlich gar nicht. Die funktionieren gar nicht. Und dann sagt Keutel. Ja. Und dann bist du in Quarantäne, ganz gar nichts dafür. Eine Frau war krank im Osten, haben sie 1000 oder 2000, glaube ich, in Quarantäne, Ausgehverbot und Quarantäne gesteckt. Wegen einer kranken Frau. Und es sind bisher 3 Leute gestorben. 120.000 sterben an Lungenkrebs durch Rauchen. 120.000 im Jahr. Schreibt keiner was, ja, weil die damit Geld verdienen, mit Rauchen wird Geld verdienen. Und mit dem Virus wird auch Geld verdient. Die ganzen Ärzte, die ganzen Kliniken, die ganzen Medikamente. Alles. Und dann wollen sie Zwangsimpfung machen. Das bringt alles Milliarden, aber Milliarden. Das ist deren Plan. Mehr haben die nicht vor. Okay, Leute, das war's schon. Euer Volker Schäffler. Goodbye. Schäffler-Volker@web.de.
Web.de. Und dann bitte zu Telegram gehen. Und zwar NS, Nordpol Siegfried, Nus, Volker Schäffler. Dann sehen wir uns. Goodbye.